Wie nah ist uns der Mond? Wie fern sind die Sterne? Rund um die Welt befinden sich Astronomen auf einer immerwährenden Suche. Es sind nüchterne Menschen, Wissenschaftler, die sich der Belanglosigkeit unseres kleinen Planeten im großen Plan der Schöpfung bewusst sind. Seit der Zeit der alten Ägypter hat sich der Himmel kaum verändert. Und die Fragen sind dieselben geblieben. Werden wir je ferne Sterne erreichen? Wie unermesslich ist der Himmel? Fragen, die uns an den Anfang und ans Ende der Zeit führen. In dem Bemühen, das Weltall auszumessen, ist der Mond unsere erste Maßeinheit. Der Mond ist unser einziger natürlicher Satellit. Er ist rund 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Sein Licht braucht nur eine Sekunde, um uns zu erreichen. Die Erde ist einer von 9 Planeten, die die Sonne umkreisen. Zwischen Sonne und Erde liegen 160 Millionen Kilometer. Und ihr Licht braucht über 8 Minuten, um diese Distanz zu überwinden. Von den äußeren Planeten aus betrachtet, erscheint die Sonne nur als kleiner, heller Stern. Neptun ist 5 Milliarden Kilometer von ihrer Wärme entfernt. Das Sonnenlicht braucht 4,5 Stunden, um hier anzukommen. Die Sterne jenseits der Planeten scheinen auf den ersten Blick alle gleich zu sein. Zweidimensionale, kleine, helle Punkte. Doch dank der Astronomie wissen wir heute viel über ihre Beschaffenheit und ihre Entfernung. Unter dieser Ansammlung leuchtender Himmelskörper, abgesehen von der Sonne, befindet sich auch der uns nächstliegende Stern, Alpha Centauri. Es ist der große Stern links im Bild. Alpha Centauri ist 42 Trillionen Kilometer von der Erde entfernt. Alpha Centauri ist mehr als ein Stern, eigentlich sogar mehr als zwei. Er ist ein Drilling. Sein Licht benötigt über 50 Monate, um uns zu erreichen. Oder wie Astronomen es ausdrücken würden, Alpha Centauri ist 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt. Hier draußen erscheint die Sonne nur als bescheidener Stern, der mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen wäre. Weiter entfernt, etwa 200 Lichtjahre von der Erde, schweben die Sterne des großen Bären im All. Zwillinge, die untereinander Materie austauschen. Noch ferner die Sterne des Orion. Von der Erde aus gesehen scheinbar nebeneinander liegend. Hier draußen erkennen wir, dass sie in unterschiedlichen Entfernungen im Universum aufgereiht sind. ...1500 Lichtjahre entfernt, der Orionnebel. Der Orionnebel ist eine große Wolke aus Staub und Wasserstoff, ein Ort, an dem Sterne geboren werden. Wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit weiterreisen könnten, würde es weitere 30.000 Jahre dauern, das Zentrum unserer Galaxie, unserer Milchstraße zu erreichen. Unsere Milchstraße von außen betrachtet. Eine Spirale von 200 Milliarden Sternen. Sie ist nur eine von vielen in einer zusammenhängenden Gruppe von Galaxien.
Und diese Gruppe wiederum ist Teil einer größeren Gruppe, eines Superhaufens. Superhaufen formen Netzwerke, die sich quer durch das Weltall ziehen, durch den leeren Raum zwischen scheinbar leeren Galaxien. Aber der Kosmos birgt sehr viel mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Über 90% seiner Masse sind unsichtbar. Man nennt diese Masse dunkle Materie, eine Wolke aus unterschiedlichsten Teilchen, die möglicherweise das Weltall füllt. Die Milchstraße ist riesig. Ein Lichtstrahl, der sich mit Lichtgeschwindigkeit mit 300.000 Kilometern pro Sekunde fortbewegt, benötigt 100.000 Jahre, um unsere Galaxie zu durchqueren. Mit derselben Geschwindigkeit wäre eine Reise durch unser Sonnensystem nur eine Frage von Stunden. Woher wissen die Astronomen all das? Wie haben sie gelernt, das Weltall zu messen? Die Geschichte beginnt in Ägypten vor mehr als 2000 Jahren. Sie basiert auf Geometrie, auf Berechnungen, die den Tempelbauern vertraut waren. Sie schufen die erste Einheit für einen astronomischen Maßstab. Eine Einheit, die so groß ist wie die Erde. Die Spiegelung der Sonne, die senkrecht in einen Brunnen in Assuan scheint. In Alexandrien, 850 Kilometer weiter nördlich, wirft eine Säule einen langen Schatten. An beiden Orten ist Mittagszeit. Warum also steht die Sonne jeweils in einer anderen Position am Himmel? Die Legende besagt, dass ein Bibliothekar namens Aristophanes erkannte, dass dies auf die Krümmung der Erde zurückzuführen war. Zur gleichen Zeit, wenn die Sonne senkrecht über Assuan stand, lag sie in Alexandrien tiefer am Horizont. Der Winkelunterschied betrug ein Fünfzigstel eines Kreises, sodass die Entfernung zwischen Assuan und Alexandrien auch der gleiche Teil von etwas Bestimmtem sein musste, also ein Fünfzigstel des Erdumfangs. Das war Aristophanes Schlussfolgerung und er hatte recht. Der Erdumfang beträgt ungefähr 40.000 Kilometer, die Entfernung zwischen beiden Orten 800 Kilometer. Schon um 200 vor Christus wusste man, dass die Erde ein Gestirn im All ist. Aber wo genau sie im Weltraum liegt, darüber herrschte noch Unklarheit. Nach einer griechischen Theorie war die Erde der Mittelpunkt des Universums. Rund um sie herum zogen der Mond, die Sonne, die Planeten und die Sterne in Kristallkugeln ihre Bahn. Aber die Planeten waren ein Rätsel. Sie wurden als wandernde Sterne bezeichnet. Ihre Bahn durch den Himmel schien unberechenbar zu sein. Einige hielten an, wendeten und setzten dann ihren Lauf wieder fort. Der griechische Astronom Ptolemäus hatte darauf eine Antwort. Er erklärte ihr Umherwandern mit Epizyklen, kleinen Bahnen, die die Planeten um ihre Hauptumlaufbahnen zogen. Es war eine etwas simple Idee, aber sie passte zu den Beobachtungen. Für Planeten wie Venus und Merkur, die in der Abenddämmerung über den Himmel ziehen, scheint diese Theorie zu stimmen. Aber zu anderen, wie Mars, passt sie wiederum nicht. 1400 Jahre lang gab es keinen weiteren Fortschritt. Dann entwickelte ein Däne namens Tycho de Brahe eine andere Theorie. Er ließ die Sonne zwar immer noch um die Erde ziehen, die Planeten nun jedoch um die Sonne kreisen. Der Flug eines Himmelskörpers hatte ihn zu dieser Theorie angeregt.
Als er 1577 einen großen Kometen beobachtete, errechnete de Brahe, dass dessen Bewegung in einer Nacht vor dem Hintergrund der Sterne viel geringer war als die des Mondes. Also gab es Kometen zwischen den Planeten. Eine Erkenntnis, die die Vorstellung von den Kristallkugeln zerschlug. Auch für de Brahe stellte die Erde noch immer den Mittelpunkt des Weltalls dar. Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus löste sich von dieser Vorstellung. Er gab der Erde einen Platz als einem der Planeten, die die Sonne umkreisen. Aber er nahm an, dass die Umlaufbahnen der Planeten Kreise waren. Und er konnte sich die exzentrischen Schleifen des Mars nicht erklären. Ein deutscher Mathematiker, Johannes Kepler, fand die Erklärung. Er erkannte, dass die Umlaufbahnen der Planeten keine Kreise, sondern Ellipsen sind und dass die Geschwindigkeit der Planeten von ihrer Entfernung von der Sonne abhängt. Jetzt war das Bild des Sonnensystems vollständig. Der englische Wissenschaftler Isaac Newton fand mit seiner berühmten Schwerkrafttheorie zu einer Erklärung der Umlaufbahnen der Planeten. Er stellte sich vor, dass eine Kanonenkugel von einem Berggipfel aus abgefeuert wird. Je schneller sie fliegt, desto weiter gelangt sie. Wird sie die nötige Geschwindigkeit erreichen, so kann sie sogar in eine Erdumlaufbahn gelangen. Sie wird zu einem Satelliten, der wie der Mond um die Erde kreist. Oder wie die vielen Monde, die Jupiter umkreisen. Newtons Genie ließ ihn erkennen, dass die Kraft, die eine Kanonenkugel auf die Erde fallen lässt, dieselbe Kraft ist, die die Bewegungen von Monden und Planeten bestimmt. Es ist die Kraft, die die Geschwindigkeit von Umlaufbahnen diktiert. Je näher ein Planet der Sonne ist, desto schneller muss er sich bewegen, um in seiner Umlaufbahn zu bleiben. Die gleiche Kraft ist es, die Raumschiffe vorantreibt, während sie zu Planeten fliegen. Bereits vor der Entwicklung der modernen Astronomie gab es eine Karte des Sonnensystems. Allerdings eine Karte ohne Maßstab. Der dunkle Punkt ist der Planet Venus, der das Gesicht der Sonne überquert. Das geschieht immer dann, wenn Venus auf ihrer Umlaufbahn zwischen Erde und Sonne gerät. Wenn man die Venus von zwei verschiedenen Orten auf der Erde beobachtet, zieht sie auf zwei verschiedenen Bahnen über die Sonne. Dieser Unterschied ist der Schlüssel zur Errechnung der Entfernung der Planeten von der Erde. Einfache Trigonometrie hat den Astronomen die Antwort gegeben, die einen Maßstab für das Sonnensystem liefert. Doch wie soll man die Bahn der Sterne messen? Während unser Planet die Sonne umkreist, müssten die näher gelegenen Sterne von einer Seite zur anderen ziehen, in dem Maße, wie sich unsere Perspektive vom Kosmos verändert. Vergeblich suchten Astronomen nach dieser Erscheinung. Aber ein Däne namens Ole Römer fand etwas anderes über die Erdumlaufbahn heraus. Er beobachtete Finsternisse von Jupiters Monden und entdeckte dabei, dass sie früher als erwartet auftraten, wenn Erde und Jupiter in ihrer Umlaufbahn auf derselben Seite der Sonne waren. Die Finsternisse kamen später, wenn sich die beiden Planeten auf gegenüberliegenden Seiten und am weitesten voneinander entfernt befanden. Ursache dafür ist die unterschiedliche Zeit, die das Licht braucht, um von Jupiter zur Erde zu gelangen. Damit bewies Römer, dass die Lichtgeschwindigkeit messbar und nicht unendlich ist. Doch das Rätsel blieb. Wie konnte die Entfernung zu den Sternen gemessen werden? Dank immer perfekterer Teleskope rückten immer mehr Sterne in greifbare Nähe. Im 18. Jahrhundert begann der englische Astronom William Herschel mittels eines von ihm erbauten sehr großen Teleskops das Weltall zu kartografieren. Gewissenhaft zählte er die Sterne.
Er fertigte eine Karte an, die zeigte, wie die Sterne seiner Meinung nach angeordnet waren. Und er setzte die Sonne in die Nähe des Zentrums. Herschel glaubte, dass er alles erfasst hatte, was im Weltall existierte. Dass es jedoch noch mehr gab, bewies der Earl of Ross aus Birkcastle in Irland, der ein noch größeres Teleskop baute. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Ross schwache, dünne Wolken entdeckt. In einigen Wolken gab es wirbelnde Strukturen. Jenseits der Milchstraße war Ross auf neue Rätsel gestoßen. Jetzt setzten sich die Astronomen schließlich mit der Entfernung und den Bahnen von Sternen auseinander. Exakte Beobachtungen zeigten, dass Sterne ihre Position tatsächlich ändern, während die Erde die Sonne umkreist. Das ist jedoch schwer zu sehen, weil sie so weit entfernt sind. Diese Wirkung wird als parallaktische Verschiebung bezeichnet. Sie wird gemessen, indem man einen Stern von der einen Seite unserer Sonnenumlaufbahn aus beobachtet und dann 6 Monate später von der anderen. Wie weit sich ein Stern verschiebt, hängt von seiner Entfernung ab. Je näher er ist, desto mehr verschiebt er sich. Die Astronomen fanden zum ersten Mal heraus, dass viele Sterne unglaublich weit, Lichtjahre entfernt sind. Die Astronomie erhielt neue Impulse. Wissenschaftler filterten Sternenlicht durch Prismen. Sie spalteten dieses Licht und konnten so im Farbspektrum die Eigenschaften eines Sterns erkennen. Diese Technik wird noch heute angewendet. Wie ein Fingerabdruck hat jeder Stern ein einmaliges Spektrum. In einem Spektroskop analysiert, verrät es unter anderem die Zusammensetzung, Temperatur und Größe des Sterns. Spektren werden in Kategorien geordnet, die die Temperatur eines Sterns tabellarisch darstellen und darüber hinaus seine wirkliche Helligkeit, seine Lichtstärke, wie Astronomen es nennen. Ein gelber Stern wie unsere Sonne hat einen Lichtstärkegrad von 1. Lichtstärkere Sterne leuchten blau und werden auf der Skala bis 10 eingestuft. Die Skala reicht bis 1000. Wenn Temperatur und Lichtstärke bekannt sind, ist es möglich, daraus die Entfernung eines Sterns zu errechnen. Aber wenn wir zum Beispiel aufgrund seines Spektrums wissen, dass der große Stern links 100 Mal lichtstärker ist als der Stern rechts, warum leuchten dann beide mit gleicher Helligkeit? Das ergibt sich daraus, dass sich das Licht im Verhältnis zu der Entfernung, die es zurücklegt, verringert. Somit ist der große Stern 10-mal weiter entfernt als der kleine. In der Tiefe des Kosmos pulsiert ein besonderer Stern. Er wird als Cepheid bezeichnet. Astronomen können seine Entfernung anhand der Frequenz seines Pulses bestimmen. Cepheide sind himmlische Leuchtfeuer, die dabei helfen, einige der entferntesten Objekte im Himmel zu messen. Häufig liegen Cepheiden innerhalb kugelförmiger Sternhaufen, die außerhalb der Hauptscheibe unserer Galaxie schweben. Wenn man den Puls eines Cepheiden im Inneren eines Sternhaufens misst, kann man dessen Entfernung errechnen. Kugelhaufen sind zu entlegen, um sie mit der Parallaxenmethode zu messen. Die Beobachtung von Cepheiden hat wesentlich dazu beigetragen, die Struktur der Galaxie kartografieren zu können. Unsere Sonne liegt nicht im Zentrum, sondern im ersten Drittel am Rande der Galaxie. Die Sonne wurde von ihrem alten Platz im Mittelpunkt des Weltalls entthront. Aber es gab noch eine weitere Überraschung. Vor langer Zeit schon entdeckt, ein verschwommener Fleck in der Konstellation von Andromeda. Wie nah? Wie fern? Das wusste niemand. Dann, 1923, entdeckte der amerikanische Astronom Edwin Hubble in den äußeren Grenzen des Fleckens Cepheide
So schwach, dass sie jenseits der Sterne unserer eigenen Galaxie lagen. Hubble sah eine andere Galaxie, mehr als 2 Millionen Lichtjahre entfernt. Als Hubble daraufhin tiefer in den Weltraum blickte, fand er immer mehr Galaxien in jeder Form und Größe. Hubble entdeckte ein sich ausdehnendes Universum. Galaxien zogen nach außen fort, in alle Richtungen. Je weiter sie entfernt waren, desto schneller schienen sie zurückzuweichen. Der Beweis hierfür fand sich in ihrem Licht. Es verlagerte sich zum roten Ende des Spektrums hin, ein Zeichen für sich verlängernde Wellenlängen. Die Wellenlängen streckten sich, weil sich der Raum zwischen den Galaxien ausdehnte. Die Galaxien entfernten sich unablässig voneinander. Edwin Hubble war über einen Hinweis auf den Ursprung des Universums, auf den Urknall, gestolpert. Seine Beobachtungen enthüllten ein sich ewig ausdehnendes Universum. Ein Universum, das einmal einen Ausgangspunkt gehabt haben muss, einen Augenblick, als Zeit und Raum begannen. In den Türmen der Astronomie wird auch weiterhin das Weltall gemessen. Aber die auf der Erde stationierten Instrumente genügen den Ansprüchen nicht. Beobachtungen durch die stärksten optischen Teleskope weisen eine 30-prozentige Fehlerquote auf. Die Astronomen brauchen differenziertere Geräte. So etwas wie den Satelliten Hipparcos. Frei von atmosphärischer Verzerrung vermisst er die nächstliegenden Sterne, misst er Entfernungen so exakt wie nie zuvor. Das Hubble-Teleskop, das die Arbeit von Edwin Hubble selbst fortsetzt, arbeitet im All. 1994 registrierte es Cepheide in einer Galaxie, die für Teleskope auf der Erde zu weit entfernt lagen. Hubbles Entdeckung verursachte einen Wirbel in der Astronomie. Die Cepheide wiesen auf eine Ausdehnung der Galaxie von 15 Millionen Lichtjahren hin. Diese Entfernung, in Verbindung gebracht mit der Verlagerung des galaktischen Spektrums hin zu Rot, sagt den Astronomen, dass das Weltall nur 9 oder 10 Milliarden Jahre alt ist. Wenn das Weltall jedoch so jung ist, wieso sind dann Sterne gemessen worden, die viel älter sind? Senden die blinkenden Cepheide falsche Signale aus? Doch die Daten der Cepheidenmessungen sind wahrscheinlich richtig. Es wird noch Jahre dauern, bis dieser Widerspruch geklärt ist. Unsere Vorstellung vom Urknall könnte sich als völlig falsch erweisen. Hat es tatsächlich jemals einen Urknall gegeben? Und wenn nicht, warum dehnt sich dann das Weltall aus? Das sind die Fragen, denen sich Wissenschaftler stellen, während sie sich rückwärts auf Zehenspitzen vorsichtig zum Ende der Zeit bewegen. In den kommenden Jahren könnten unsere heutigen Vorstellungen vom Kosmos vielleicht ebenso wunderlich anmuten wie die der Forscher früherer Zeiten.